So, da bin ich wieder. Ich habe eben meine kleine Runde durch den Garten gedreht. Ah, oh, ich hätte nicht gedacht, dass es mich jetzt schon so zur Halbzeit erwischt. Ja, aber das wird schon, denke ich. Ich habe jetzt zumindest meinen Pulli geholt, damit mich diese, weil wenn ich müde werde, dann friere ich meistens. Deswegen, ich brauche Wärme. Wärme und Kälte gleichzeitig. Ich habe jetzt einmal Fenster wieder zum Lüften aufgemacht. Ventilator an. Trinken geholt. Spaziergang gemacht. Passt. Und was ich noch mache, einmal den Raum heller machen. Wenn das, also, ah nee, das ist die falsche Fernbedienung dafür. Das sehe ich vielleicht. So. Oh Mann, weil Tageslicht hilft. So. Helligkeit, super. Und warum komme ich jetzt in mein Spiel rein jetzt, oder? Ja. Lass uns leben. Nein, der reiht dahin. Ernsthaft? Sieh dir den Oh Mutanten Gott. an. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig, wirtschaftlich. Durchaus Hast du diese möglich, ja. Armwichte gesehen, die aus Velen geflohen Ich sind? hab irgendwas im Auge. Okay. Können wir einmal Meditation. Eine Stunde reicht. Das würde ich jetzt für eine Stunde geben. Hast du Was ist diese das, was ich im Armwichte Auge habe? gesehen, die aus Velen geflohen sind? Okay. Geh zu den Docks. Hier ist der andere Ausgang. Sehr interessant. Geronimo. Das bin gleich mal einer. Warte mal. Wo müssen wir denn? Also doch, okay. Das ist richtig. Was für eine Mistkugel. Hätte ja sein können, dass wir wieder falsch rennen. Aber in dem Fall ausnahmsweise mal nicht. Glaube ich, Keiner hat das geklaut. Picke im Auge. Wann eröffnet der Laden des verrückten Baden? Wenn der überhaupt aufmacht. Woher soll ich das wissen? Die Vorstellungen sind mir egal. Hilfe! Rette mich! Ich sterbe an Armut. Ja, ich sterbe auch. Allerdings etwas anderes. Komm näher! Nicht so zurückhalten! Du wirst sehen, dass ich alles habe, was du jemals brauchst. Netter Kampf. Gute Beinarbeit. Forderst du mich heraus oder willst du dich mit Hahl messen? Wieder noch. Ein Hexer gegen die Bestie von Metina. Mordlust gegen unbändige Wildheit. Ich bräuchte euch als Aushilfen. Wir führen ein Theaterstück auf. Sollen wir auf der Bühne jemanden verdreschen? Ihr sollt als Ordner arbeiten und dafür sorgen, dass weder auf noch vor der Bühne jemand verdroschen wird. Da bist du bei uns falsch. Verdreschen ist unser Geschäft. Ich zahle gut. Ihr verdient vermutlich mehr als hier. Erwartest du Ärger? Müssen wir Schädel knacken? Ja, nicht auszuschließen, dass Backsteine fliegen.
habe ich aus einer zuverlässigen Quelle. Hal, willst du ein paar Maurer niedermachen? Aber natürlich will er das. Oder ich kenne meinen Bruder nicht. Her mit dem Zaster. Und keine Sorge, wir sind da, bevor der Tanz losgeht. Okay. Das Essen, was ich da gerade im Auge habe. Aber lässt sich jetzt gerade nicht ändern. Wird schon verschwinden. Das ist mein Hühnerhot. Weiter so, Plätze. Ich wollte gerade sagen, kommt mein Hühnerhot da nicht noch da durch? Nicht so schnell, Plätze. Doch ein freies Auge. Kann auch Katzenhaar sein. Ich habe das Gefühl, ich mache so immer schlimmer statt besser. Schneller. Bitte. Selbst so tut weh. Hier rumreißen. Vorsicht! Ich glaube, jetzt geht's. Ist schon ein bisschen besser. Oder? Nee, war nicht. Los, los! Ah. Warte, auf welche Seite müssen wir? Okay, wir müssen ins Stadtinnere. Also hier lang. Oh. Leute, geht doch mal auf. Das nenne ich mal schön gesagt. Besser als letztes Jahr. Damals schon. Sind wir am Julius verschwunden? Haben Sie ihn kalt gemacht oder ist er ab? Ah, in der guten alten Zeit. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Weil ich heute kein Geld dafür habe? Dämon! Wachen! Aua, hallo, lass mich doch mal. Oh. Drei auf einem Streich quasi, ja? Bitte an der Wäsche vorbei. Ist im Eisvogel. Das hält. Heya! Man muss sich an eine gute Stelle drängeln. Na, hier direkt bei Tresshaus. Hübsche Melodie, aber verdammt traurig. Dann drückt sie meine Stimmung aus. Was suchst du hier? Ich suche die Lunden. Seid ihr das? Wir haben kein Geld. Lass uns in Frieden. Da liegt wohl ein Irrtum vor. Oh, tut mir leid. Ich dachte, der Vermieter hätte uns wieder einen Schläger geschickt.
Ich will kein Geld von euch. Im Gegenteil, ich hätte welches. Sofern ihr die Kunde von Madame Irinas neuem Stück in der Stadt verbreitet. Oh, das geht leider nicht. Seit der Premiere unserer folgenreichen Ballade Heiliger Himmelfahrt, fromm ist er nicht, fressen und huren, das kann er, der Wicht, werden wir von Fettsacks Bande verfolgt. Fettsacks? Fettsacks Bande? Strauchdiebe. Oh, so ein Fettsack. Was kommt denn noch? Die Stadt wimmelt von solchen Banden. Sie haben Nissa bedroht. Wollten ihr die spitzen Ohren mit einem Schnitzmesser abrunden. Sie lassen uns nicht auftreten, vergraulen das Publikum, zerstören die Instrumente. Und neuerdings lauern sie uns direkt vor dem Haus auf. Wir wissen nicht weiter. Haben sie einen von euch verletzt? Noch nicht. Aber das ist... Einmal ganz kurz. Keine Angst, die Cam ist gleich wieder da. Ich muss nur, bis ich das mit meinem Auge hier... Nissa hat gehört, dass sie irgendwas anzünden wollen. Und wenn ich euch Fettsack und seine Jungs vom Hals schaffe, werbt ihr dann für Irinas Stück? Ja, aber das wird nicht einfach. Die lassen nicht mit sich reden. Ich bin sowieso kein großer Redner. Das Schlimmste ist, das ist echt so blöde da drin. Geht da überhaupt nichts raus. Scheiße. Hab ich's? Nee. Leider immer noch nicht. Okay. Gut. Geht da jetzt gerade nicht anders? Muss ich hier leider weiter am Auge rumreiben. Ich dachte, ich könnte das vielleicht jetzt rauskriegen. Scheiße. Wo unten leider auch kein Handspiegel oder sonstiges, damit ich da mal reingucken könnte. Muss ich es irgendwie wegblinzeln. Ich muss versuchen. Ah! Jetzt. Oder starr mit dem Auge hier saß. Sitzen. Scheiße. Ich hab jetzt Verstand. Götter, der Sensenmann kommt nicht rein. Achso, nee, wir sollten hier erstmal. Kann ich da durchgucken? Glaube nicht, ne? Nee. Wie gesagt, schlimmer wäre es, wenn ich da oben jetzt tatsächlich diesen Pickel kriegen würde. Hab ich's? Nee. Scheiße. Das war eine Kacke. Ich hab doch gerade erst die Wäsche aufgehängt. Hexenberg. Fummel wird nicht. Sieht nach Regen aus. Oh, Spiegel. Ja. Yeah. Nochmal, wenn du dich traust. Toll. Ich hab noch gar nichts gesagt. Er ist nicht nur ein Ketzer, sondern ein Lügner obendrein. Was machen wir mit dir? Wir klopfen ihn in den Nierenteil raus, falls er nichts in der Börse da hat. So, ich muss einmal hier ganz kurz meditieren. Ich glaube, jetzt habe ich so durch an diesem scheiß Auge rumgerieben. Sag mal. Jetzt. So.
Das Auge muss jetzt irgendwie bis zur nächsten Pause warten. Kann ich jetzt so lange nicht gucken. Also. Hey, Fetzer, guck, was wir hier haben. Spinnig oder hast du Katzenaugen? Ja, tatsächlich hat wohl ein Gossenkater seine Mutter gevögelt. Was treibst du in der Stadt des ewigen Feuers, Miezekatze? Miezekatze? Hätte mich jetzt aber gerade Miezekatze genannt. Lass die Lunden in Ruhe. Die Würmer, die Hierarch Himmelfahrt beleidigt haben, ihn einen Freier genannt haben? Lieber trete ich die heilige Flamme aus. Sag den verdammten Dichtern, sie sollen herkommen. Wir rammen ihnen die Flöten in die blasphemischen Ärsche. Dann pfeifen sie ein anderes Liedchen bei jedem Furz. Verschwindet von hier. Sofort. Was? Los geht's. Ich hoffe, ich habe davor jetzt nicht hier getan. Das ging schnell. Ach, dieser Anblick. Denen hast du es gegeben? 1, 2 über den Rücken, dann wumm voll auf die Birne. Oh, das Auge brennt schon richtig. Ich kann nicht rausgehen, ohne mich unter einer Kapuze zu verstecken. Oh, danke vielmals. Bitte, das war doch nichts. Und ob das was war? Glaub nicht, dass wir unser Versprechen vergessen. Wir singen uns die Kehlen wund, um Irinas neues Stück zu preisen. Was nehmt ihr dafür? Kein Koffer. Du hast uns geholfen. Warum sollen wir dir nicht helfen? Wieso? Wir kriegen die halbe Stadt in das Stück. Wart's ab. Einige schnelle Vorbereitungen und dann sind wir auf der Straße. Bis zum nächsten Mal. Müdigkeit geht gerade sogar. Ich habe nur irgendeinen Scheiß im Auge. Entweder sind das diese kleinen... Ich weiß nicht, ob du das kennst. Diese kleinen Pickettchen. Es kann sein, dass das nämlich genau hier oben gerade wächst. Weil es nämlich genau hier oben ist. Oder es ist irgendein Katzenhaar, was gerade im Auge ist. Das tut höllisch weh. Also Müdigkeit geht gerade. Ja, Gerstenkorn. Das könnte es nämlich sein. Das hatte ich nämlich neulich hier unten. Und meistens, wenn ich es da habe, kriege ich es auch gleichzeitig auf der anderen Seite. Ein paar Tage später. Das ist so mies. Ey... Dieses Scheißdinger. Und die tun auch noch so weh. Also gerade geht's wieder. Aber ich merke halt die ganze Zeit, dass da am oberen Augenlid was ist. Es tut so weh. Gerald von Riva. Also Müdigkeit geht gerade, liegt aber daran, dass ich Fenster aufhabe und das Licht hier komplett an ist. Und ich nicht mehr friere. Ich dich zu einer Befragung mitzunehmen. Gib uns deine Waffen. Liegt an mir. Das auch. Bist du jetzt endlich wieder wach? Nee, also Müdigkeit geht gerade wirklich. Auch dank dem Spaziergang, denke ich. Ach, der Saugroboter ist das. Ich denke die ganze Zeit, was machen die Katzen da oben? Ich wundere mich schon. Das ist ein Missverständnis. Also gut, nehmt sie. Aber ich brauche eine Bescheinigung. Ich will nichts verlieren. Ich stelle dir sofort einen Wisch aus. Erinnerst du dich an den Prediger, der von Hexen und Hexern gesprochen hat? Ein Mann, den du vor Gott beleidigt hast? Er hat uns gebeten, dir ein Sakrament zu erteilen. Was? 24 Stunden war ja. Nee, aber ablösen brauchst du mich wirklich nicht. Ja, das Sterbesser. Dann hätte ich es ja dennoch nicht geschafft. Dann wäre zwar der Beam 24 Stunden lang an, aber ich wäre nicht 24 Stunden lang wach gewesen. Echt? Meine Katze ist gerade geflogen. Ja, ich habe eine Bombe fallen lassen. Damit unsere Katzen wach werden. Also, die Katzen hier im Stream. ich glaube, das ist wirklich so ein Gerstenkorn. Ah, scheiße. Das ist ungefähr so, wie ich genau hier am Gaumen einen Pickel gekriegt habe. Vorhin, wo ich angefangen hatte, war das Ding noch ganz, ganz klein. Wirklich so richtig mini. Und jetzt habe ich da so eine fette Beule hier oben am Gaumen. Das... Oh, nee. Mist,
Ich glaube, ich habe mittlerweile das Gefühl, das sind so Aufregungspickel. Brauchst du etwas, Meister? Weil ich die immer dann kriege, wenn ich aufgeregt bin. Geh mir fort. Ich komme gleich hoch für den Bussi. In 1-2 Stunden. Ihr sollt weinen, ihr sollt leiden. Okay. Einfach weil ich mir ganz neu im wilden Südwesten. Oh Mann. Ach. ja, okay. Ah, da ist er. Hallöchen. Ah, da bist du ja. Ich habe einige Ordner anheuern können. Wunderbar. Ein Problem weniger. Er muss jetzt aber auch aussehen. Ein Auge geschminkt, das andere Auge ungeschminkt jetzt. Ich schminke jetzt einmal komplett hier meinen Text reden. Meine Hand. Ist nicht schlecht geschrieben. Eigentlich gefällt er mir übrigens sehr gut. Die Weintrauben waren vorhin voll. Meinen Ansprüchen bestehen, aber das hier könnte sehr interessant sein. Es sind zwar immer noch viele drin, aber sie sind schon deutlich weniger. Hexe und die Königin besetze. Aber für Prinz und Prinzessin fällt mir noch niemand ein. Wer spielt den Hexer? Ein Laie. Ich arbeite zum ersten Mal mit ihm, aber der kriegt das schon hin. Neu in der Truppe? In gewisser Weise. Ach, du weißt doch genau, dass ich von dir spreche. Oh nein. Dein Ernst? Echt dein Ernst? Der war schlecht. Der war echt schlecht. Er war halt so richtig, richtig schlecht. Ich bin kein Schauspieler. Es ist dir vielleicht nicht aufgefallen, aber mein emotionaler Ausdruck ist nicht der beste. Geralt, so jetzt ernsthaft als Schauspieler. Genial. Du spielst doch den Hexer, nicht die Prinzessin. Außerdem musst du natürlich auf die Bühne. Du musst dich sehen. Geralt, der Schauspieler. Das ist der Sinn des Ganzen. Du hast recht. Hab nur nicht damit gerechnet, sowas tun zu müssen. Das wird schon, mein Lieber. Stolzier einfach mit einem großen Schwert in der Hand auf die Bühne, schau finster drein und sag mit tiefer Stimme ein paar Sätze. Schaffst du das? Wenn's sein muss. Also, die Prinzessin. Kleine, aber wichtige Rolle. Fällt dir jemand ein, der sie spielen könnte? Priscilla wäre die naheliegende Wahl. Sie ist jung und schön, aber ich habe mehr Bühnenerfahrung. Das sollte Priscilla tun. Nichts für ungut, aber die meisten Leute... finden Aussehen wichtiger als Talent. Verstehe. Ich sag ihr Bescheid. Sie wird zweifellos entzückend sein. Ja, sie passt doch eher von den Haaren her. Wer sollte deiner Meinung nach den Dopplerprinzen spielen? Ich versuche mich zwischen zwei Kandidaten zu entscheiden. Abelard Ritza wäre die sichere Wahl. Seit Jahren bei der Truppe, technisch makellos. Aber er reißt die Leute nicht gerade vom Hocker. Und die andere Möglichkeit? Maxime Bollière. Herausragender Schauspieler. Das Publikum liebt ihn. Aber man weiß nie, ob er nüchtern ist oder überhaupt kommt. Ja, nee, danke. Ja, dann lieber Abelard. Nehmen wir Abelard. Besser ein zuverlässiger Handwerker als ein unberechenbarer Künstler. Gut so. Weißt du, das Projekt ist auch ohne Maxim schon. Sonst kommt er am Ende nicht. Solche Leute gehen ja auch zur Genüge. Gut, ich habe endlich die Besetzung. Sieht ganz so aus. Bist du bereit, dich in deine Karriere als Verkleidungskünstler zu stürzen? Nein. Nicht wirklich. Ich bin bereit. Hab mir aus Neugierde den Text angesehen. Ah, nee, den haben wir uns doch gar nicht angesehen. Wir können auch gleich loslegen. Schön, es gibt keine Zeit zu verlieren. Komm auf die Bühne.
Na, das kann was werden. Ich kenne den Text nicht. Sultan? Was machst du denn hier? Prissy hat mir erzählt, dass sie ein Stück mit dir in der Hauptrolle aufführt. Oh nein. Ich spiele nicht die Hauptrolle. Und da würde ich mich doch eher rasieren, als das zu verpassen. Oh nein. Erzähl, trittst du in Strumpfhosen und Schamkapsel auf? Komm, Geralt. Du musst dich vor dem Auftritt konzentrieren. Viel Erfolg. So nasche. Meine Damen und Herren. Ehrbare Bürger der geweihten Stadt Novigrad, willkommen! Na, komm, beste nur erste Reihe, ne? Herzzerreißende Geschichte für euch. Sie heißt Die Erlösung des Dopplers. Die Darsteller: Hexer Geralt als er selbst, Katharina als Königin, Leo Riebe als treuer Diener. Als Prinz seht ihr einen Veteranen der Novigrader Bühnen. Abelard Ritzer. Und als Prinzessin die entzückende Bardin mit Nachtigallenstimme, Priscilla. Priscilla. Okay, mag ich sie. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist sie mir eher so ein Püppchen. Erster Akt. Oh Gott. Es gibt mehrere. Ich will hier weg. Ich will hier einfach nur noch weg. Hoheit, der Schlächter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen, drum nichts wie herein. Des Monsters Braut soll meine Tochter nicht sein. Hexer, dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau. Und kommt es, schlag zu. Und deiner Königin Dank erntest du. Nur Bestien von übler Natur töte ich. Ja. Ein ruchloser Mörder? Nein, das bin ich nicht. Der hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim. Das Monster wird kommen. Der Hexer schlägt's tot. So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Doch ach, meine Kleine wird unglücklich sein. Doch Jungfer und Monster, das darf nicht sein. Nein. Hier sind wir versammelt, in edelster Rund, zu feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach, kein Monster erspäh ich hier. Vielleicht trinkt's ja inmitten der Gäste ein Bier. Diese Kinder immer. Liebste, die Leidenschaft in unseren Herzen ist voller Heimlichkeit, Täuschung und Schmerzen. Heute sei Schluss damit, werd meine Braut. Denn du bist die Schönste, die ich je angeschaut. Oh, Liebster, mein Ja, wie wunderbar! Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein. Verrat! Dieser Wein ist mit Silber versehen. Nun muss ich mein monsterlich Wesen gestehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler, oh nein! Falls sie ihn wirklich liebt, ist sie wohl sein. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch, halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen! Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wäre. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus. Sondern Bosheit im Herzen, wie dem hier, oh Graus.
Recht hast du, Hexer. Er schmiedete Ränke, auf dass er nach seinem Bedarfe mich lenke. Der Doppler soll leben, meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist, darum wird er sie freien. So schließen wir. Und die Moral der Geschichte? Doppler sind keine Monster, drum tötet sie nicht. Der Hexer ist wahrlich ein Dopplerfreund. Ah. Doch du, Schurke, bist unser aller Feind. Okay. Martin, kommt her. In den Kerker muss er. Ich kann ja dieses Gereim überhaupt nicht. Ja. Kommt hoch. Also los, Meister. Rauf da. Rauf auf die Bühne. Werf den Verräter in den seinem Kopf. Keine Angst. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben. Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wurde dabei weich. Doppler auf den Scheiterhaufen! Verbrennt sie! Recht hat er! Hey Schauspieler, kennt ihr die Gebote des ewigen Feuers nicht? Ketzer, man sollte ihnen Respekt vor dem Glauben einbläuen. Was faselt ihr da? Maul halten und klatschen oder ich reiß euch neue Arschlöcher. Du willst mir ein neues? Das werden wir ja sehen. Los, Jungs, gebt ihnen einen Vorgeschmack auf die Hölle. Im Namen des Kults. Hilf uns, Hexer. Wir schaffen sie nicht alleine. Was könnt ihr eigentlich? Hat er ernsthaft noch seine Mama geschrien? Boah, jetzt war so eine schöne Massenprügelei hier. Mein Fuß ist eingeschlafen. Mama. Frau Bella. Lass mich raus. Lass mich raus und einmal kurz. Aufwachen. Weißt du, ich selber darf nicht schlafen, aber meine Füße schlafen ein. Das ist doch nicht fair. Also gut, Jungs, der Spaß ist vorbei. Zurück auf eure Plätze. Aber mehr halt. Noch mehr Treibgut aus Temerien. So, hier hinten wieder. Und hast du diese armen Wichte gesehen, Kumpel, die aus Leben gefahren sind? Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Sei gegrüßt, Dudu. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nein. Nein, ich suche sie noch. Geralt, meisterlich, es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins, du und Rittersporn, wie habt ihr es geschafft, Reuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Ist es doch nie. Warum hast du keinen Kontakt zu Priscilla oder den Schauspielern aufgenommen? Ich war bei einigen Vorstellungen, aber ich habe nicht gewagt, mich zu offenbaren. Ich hätte sie vielleicht in Gefahr gebracht. Dann habe ich von dem neuen Schauspiel gehört und dachte, ich könnte irgendwas über Ciri und Rittersporn erfahren. Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen.
Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu, tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Geralt? Verwandle dich in sie. Es ist seltsam, wenn ihr mich beide so angafft. Genügt das? Ja, das reicht. Blöde Idee. Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Nein. Da bin ich froh. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Mengel ist tot. Ah, diese Bestie. Gut, dass sie endlich jemand umgebracht hat. Obwohl gewiss jemand den Posten übernimmt, der mindestens genauso übel ist. Da bin ich nicht so sicher. Vielleicht ist es diesmal jemand Anständiges. Wovon redet er? Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen. Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Rittersporn wird auf der Tempelinsel gefangen gehalten. Du musst herausfinden, wo genau. Aber was, wenn sie Verdacht schöpfen und Fragen stellen? Ich verwette meine beste Axt, dass niemand den Kommandanten der Tempelwache belästigt. Außerdem bist du ein Doppler und ein Schauspieler. Du kannst bestimmt doppelt so gut improvisieren, wenn du in der Klemme steckst. Wenn's eng wird, gehst du einfach um die Ecke und verwandelst dich in ein vollbusiges Mädel oder eine Dohle oder so. Natürlich, so einfach ist das. Danke auch. Niemand weiß, dass Menge tot ist. Du brauchst keine Entdeckung zu fürchten. Niemand, außer dir? Hat das irgendwas mit dem Feuer bei den Baracken der Hexenjäger zu tun? Nein, gar nicht. Wir waren in der Gegend. Wie schade, dass ich das nicht gesehen habe. Hör mal, du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Ja, wir sehen uns in der Schlucht. Wartet! Halt! Moment mal, wie geht's denn danach weiter? Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein. Wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit! Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Fürs erste Mal. Nur ein paar kleine Unsicherheiten. Die Vorstellung im Allgemeinen. Was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Ich bin sehr froh, dass die Lunden die Nachricht verbreitet haben. Das war ein großes Publikum. Du hattest recht, Abelard den Prinzen spielen zu lassen. Maxim wäre bestimmt betrunken auf die Bühne gekommen. Wahrscheinlich. Er hätte die Premiere ganz vergessen. Bitte sehr, deine Gage. Ich muss zugeben, dein Schauspiel ist sehr minimalistisch. Hast du irgendwo studiert? In Kaer Morhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung. Danke für die Bezahlung. Bis dann. Okay. Also am Ort des Hinterhalts. Erfahrungspunkte 2, ernsthaft. Ich muss auf jeden Fall gleich unbedingt wieder Magentropfen nehmen.
Bei einem Sturm kann man... Denn ich habe jetzt schon wieder Rennerei, wie ich das merke. Das finde ich gar nicht toll. Gut, ich habe sie hier noch stehen. Das ist sehr gut. Und ich habe zu viele Weintrauben gegessen. Kann es auch sein. Zu viel Weintrauben kreieren sie mich manchmal auch. Lecker, lecker Magentropfen. Juhu. Wer ist so Schönes? Umrühren den ganzen Quatsch. Ja, gut. Da wieder rein. Ich hasse Magentropfen. Wo ist der Überfall da hinten? Aber nicht vor Piraten aus Skellige. Lass uns lernen. Also solange ich meine Klogänge so gut wie es geht aufhalten kann, nehme ich lieber Magentropfen. Wieder dieses Ziehen im Rücken. So, wie komme ich jetzt hier am besten wieder raus? Schweine. Überall Schweine. Okay, hier. Zuletzt die Haare gewaschen. Ich werde es trotzdem leider nicht vermeiden können. Ich hab dich im Blick, Weißhaar. Wie gesagt, ich kann es leider gerade nicht verhindern. Yeah.